Um ein Video mit transparentem Hintergrund zu erstellen, benötigen wir natürlich einmal unsere Lichter, eine Kamera und unser Mesh. Wie ihr es schafft, dass sich dieser Pokal um seine eigene Achse dreht, seht ihr in einem anderen Quicktip. Den verlinke ich euch rechts oben. Als erstes müssten wir unsere Rendereinstellungen überarbeiten. Dafür geht in die Output Properties, passt eure Auflösung an, eure Start und Ende, eure Timeline und danach geht ihr in Output. Dort wählt ihr einen Ort, den ihr wiederfindet und geht vom File-Format von PNG auf FFmpeg Video. Das Problem an diesem Format ist, dass standardmäßig nur Schwarz-Weiß oder Farbe, aber kein Alpha-Kanal zur Verfügung steht. Das liegt an unserem Encoding-Coder. Den hier, dieser Container, lässt sich auf QuickTime ändern und dann, wenn wir weiter unten auf Video gehen, können wir den Codec nochmal abändern auf QT Animation. Danach ist es möglich, dass wir hier RGBA anwählen. Damit haben wir jetzt einen Alpha-Kanal. Jetzt haben wir immer noch keine Transparenz aktiv. Das bedeutet, wir müssen jetzt auf unsere Szene gehen und dort unten bei Film Transparency anhaken. Nachdem das fertig ist, sind wir bereit, mit unserem Render zu starten. Mit einem Test-Image könnt ihr schauen, ob eure Transparenz funktioniert. Wenn hinten ein Schachbrettmuster existiert, haben wir schon mal gewonnen. Danach können wir Render Animation drücken und unser Film wird so gerendert, dass wir ihn später mit Transparenz verwenden können.